Also ach so, irgendjemand schön, gefällt oder? die bestimmt, aber ich finde die komisch. Nach fertiger Die haben uns einfach nicht Plünderung. ernst, ey, die haben uns einfach nicht ernst genommen, unsere Farbe, ja? Haben sie einfach mal gezack. Falsch ja, gedacht. Zack. Aber so schön hier. Schön, ne? Aber so schön hier hinten drin, Junge. Zug, ja. Los! Über die Planke, okay. Hä? Ich sitze hier gerade. Wo fahren wir jetzt hin, zum Outpost? Ja. Die geilen Schätze, die wir gar nicht selber gefunden haben. Ich gucke jetzt, wie viel bei Amazon so ein Fernrohr kostet. Ich glaube, wir brauchen Fernrohr, Alter. Wisst ihr warum? Warum? Damit ich in die Ferne rohren kann. Sehr gut. Also sind das die besten Schätze, die man nicht selber erarbeitet hat, sondern einfach gestohlen hat. So Piraten-Style halt ist viel besser, ne? Ja. Piraten-Style ist schon geil. Yo ho, Piraten. Links. Da muss man ein bisschen links schippern, sonst knallen wir gegen den Felsen. Das ist wie gleich so ein Dreiviertel, wir fahren einfach mitten durch. Das geht schon. Ja, das stimmt, das geht wirklich. So, Leute, auf unserer Siegtrichter erstmal ein Sektchen, oder? Das ist eine gute Idee. Erstmal, ja gut, Sektchen ist eine gute Idee. Habt ihr auch Sekt? Nö, ich trinke auch keinen. Habt ihr das? Ich hab mir einen guten Jackie Cola gegossen. Hört ihr das? Was habe ich denn hier, Leute? Pekannüsse und Prinzenrolle? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe gerade meine Walnüsse schon aufgegessen, muss nur gleich was Nasses snacken holen. Zurück! Komm zurück! Ist jetzt sind deine Wasabi-Nüsse aufgegessen? Ich dachte, du willst jetzt aus. Die habe ich gestern schon aufgegessen, ja. Die haben die Wasabi-Nüsse überleben nicht lange bei mir. Wie die schwarzen. Dafür wollen wir auch Außenposten. Ja, wo ist denn der? Da links. Ich hab da gefragt, wo der ist. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Ich hab zweimal gesagt links. Hast du nicht? Rechts, links, oben, unten, ist egal. Links, rechts, geradeaus, du bist im Labyrinth. Ach ja, oh, ich krieg diese Packung nicht auf, ich hasse das. Der Captain genießt nach einem erfolgreichen Raubzug. Ich bin so stolz auf meine Crew, eine tolle Crew. Ich will noch so Gelflage schön. Finde ich auch schön. Was ist unser bunten Boot? Ja. Stimmt. Weil die greifen uns weniger Leute an, die haben ja Angst, dass sie politisch dann bedrängt werden. Stimmt. Das ist schon der Vorteil von der ganzen Political Correctness. Man kann sich damit schützen. Die sind Populisten. Der Typ Couch, Doggy. Ja. Couch, aber. Ich will was zu rauchen, Junge. Ich schwimme da lange lang. Ja, weil Kalle alles hochgemacht hat, ja. Weil irgendwie. Wenn ich hier Lena halt machen muss, wie es genau ist. Doch gar nicht, ich hab da ganze Zeit mitgeholfen. Die anderen beiden machen ja nichts. Rauch, ich gucke. Genau, deswegen. Noch ein Stück. Ist ein bisschen seicht, ja, aber schaffen wir. Schaffen wir doch nicht, zu seicht. Lagen wir ein bisschen eingeparkt. Wie wir uns rennen in den Hafen hier. Können wir uns mal einen Krug. In der Kneipe. Nach so einem erfolgreichen Raubzug. Können wir mal gemütlich einparken, oder? Ja. Ey. Mein Glas Sektchen hier. Sehr gut. Ruder gerade. Deine Mutter ist nicht ganz gerade, ey. Captain von Bord. Ich wiederhole, Captain von Bord. Tragen wir die Scheiße mal raus. Bin dann wieder Captain. Tragen wir die Scheiße mal raus.
kriegen, muss ich die verkaufen überhaupt? Ah, wir müssen zum Reaper Hideout gehen mit der Flagge. Scheißegal, einfach verkaufen. Na, geht ja nicht, wir müssen Reaper Hideout. Einfach verkaufen, schmeißt einfach weg. Wieso, wir haben es schon mal verkauft bei so einem hier. Bei der Hexe müssen wir verkaufen, oder nicht? Nein. Den Ritualschädel kann ich nicht verkaufen. Den musst du vorhin woanders verkaufen. Bei der Taverne. Wo denn? Bei der Taverne war der Frau da, die erste, die an der Eingang steht. Achso, okay. Guck mal, den habe ich hier verkauft, den Schädel. Hier, bei der alten hier. Ja, es gibt unterschiedliche Schädel. Ritualschädel werden bei der alten vorne, bei der Taverne. Oh, ich habe 10 Special-Währungen bekommen. 10? Mhm. Euch auch. Kriegen wir alle, wir sind eine Crew. Verkauf mal die Flagge, ich will wissen, wie viel dafür kriegen. Ja, wir müssen da so Reaper Hideout gehen. Verkauf also, einfach da, wo ist der Problem? Kalle, unser Schiff ist hässlich, ich mach's wieder hübsch. Bitte. Willst du denn haben? Das ist halt zerbeult. Nein, ich meine, das ist zerbeult von außen. Guck's mal an, der ganze Lack ist weg. Die geht da nicht. Müssen wir ein komplettes Schiff zerstören oder gar nicht? Ich nicht. Ja, leider geht's nicht so. Anders. Ja. Super. Jetzt müssen wir mit Natur-Classic-Holzlack rumfahren. Oh. Ey, ist schon ein bisschen peinlich für mich als Captain. Ich hab Ansprüche, Mann. Ja, wir dürfen die Lady an Bord nicht verzögern, sonst geht sie noch und dann kann ich nicht mehr. Wie viel sind diese komischen Münzen hat man gebraucht, um sich einen Affen zu holen? 100? 500. Boah, ich hab 45, Alter. Wie lange soll das dauern? Nee, von den unteren. Genau. Die blauen Diplome andauert. Achso. Da hab ich ja gerade mit 50. Aber hier nix. Kiste im Kanonkugeln öffnen. 2. Obstkiste öffnen. 0. Die müsste. Die könnten wir erst verkaufen, wenn die voll sind. Ja, dann schmeißen wir sie mal ins Wasser. Meine Kiste versenkt. Objektkiste, die leer ist. Eine Obstkiste können wir nicht verkaufen, ja? Schmeiß ich ins Wasser hier, über die Planke. Der Affe hier, auch ins Wasser. Was hat Jack dir getan? Den 13. Schwimmt jetzt im Wasser. Er kommt nicht mehr raus. So, der 13 habe ich auch weggeschmissen. Nein, der 13 ist die Waffe des Captains. Und der Captain ist sofort. Wir haben einen neuen Captain, ich bin der neue. Der Affe ist auch im Wasser. Möchtest du Captain sein, Fabi? Ich will dich nicht mehr in der Crew haben. Das ist gemein. So, ich hab die Flagge. Ich hab die Flagge. Und was bringt sie? Leuchtet rot. Ja, das ist von der Schnittern. Schnitterknochen. Hieß nie so? Ja, das ist halt die Company, wo die jetzt für sie gesegelt haben. So. Auf geht's in den Schnitterknochen. Wir könnten natürlich auch für den Handelsbund segeln. Oder halt für die Piraterie. Ja, für die Gold. Piraterie! Ja, für die Goldheinis. Wir sind doch Piraten, oder? Und für die Seelenohren. Und dann gibt es auch wieder Schnitter und dann gibt es noch die Affin. Es gibt fünf Companies. Ibiza. Angebot, okay, danke. Soll ich die Botschaftslizenz der Goldsammler kaufen? Mach das. Was bringt das? Was ist das? Keine Ahnung, ich lasse es lieber. So, Mannschaftstreffen, bitte, die Crew trifft sich in der Taverne. Wir stoßen. Ich will mir einen Hut kaufen, warte mal, ich brauche noch einen Hut. Hier. Okay, dann kauft ihr noch einen coolen Hut. Gibt's da Hüte aus Gold? Mann, verkauft ihr keine Hüte? Doch, beim Kleider. Ja, ich hab'n. Musst zum Hutmacher gehen. Charles heißt er. Gieriger Bock.
In großen Hut. In schönen Hut. Ich glaube, ich habe schon einen schönen Hut. Das wusste ich nicht. Ich gehe jetzt mal zu Eimer Ede und lass mir mal einen coolen Eimer machen. Ja, Mann, das ist mein Eimer, den finde ich. So. Okay, dann Crew, findet euch bitte in der Taverne zusammen. Könnt ihr mal gerne einen trinken, nur bevor wir starten, so alle mal ein bisschen gelockerte Stimmung haben. Alles klar. Der trinkt mich schon als meiner, glaube ich. Trinkst du so schnell? Ja, weiß ich auch nicht. Komm, wir trinken gleichzeitig, bis er erst absetzt. Wo kriegst du ein neues Bier her? Du musst die Tante hier fragen. Tante will aber Krug auffüllen. Dankeschön. So, mit 10 bis 3, ja. Okay. Warte, ich muss nochmal. Ich komme nicht mehr an sie ran. Ich habe die Waffe gezogen, so sauer bin ich. Muss ich hinsetzen davor. Setz ich hin. Setz ich. Witzig. Hier. Oh, holen. Wo soll ich mich hinsetzen? Hier. Achso, okay, sitzt da. Kannst du immer nicht mehr trinken? Ah, stimmt. So, auf 3 trinken wir. Aber du musst immer nachfüllen. Ich hab voll. Du hast schon einen Schluck genommen. Nein, ich hab grad voll gemacht wieder. 1, 2, 3. Fertig. Oh, gleich schnell. Schön grün. Wo ist denn die anderen Knaben? Wo ist denn die Crew? Oh, ich bin so besoffen, ich will mit Alten hier rummachen. Wo ist denn die Crew? Ey, du siehst gefährlich aus. Oh, das sieht wirklich gefährlich aus. Ich guck mir mal ihr Angebot an. Guck dir mal ihr Angebot an. Wir schmieren für dich die Gierschlünde der Goldsammler. Was soll das denn? Formelles Empfehlungsschreiben. Was macht sowas? Schädelversteck Seefahrten. Ritualschädel. Und was explodiert hier? Irgendwas explodiert hier. Was ist das? Feuerwerk? Das ist die David Jones, nee, das ist die Black Pearl, ist das. Was? Schießt. Das ist Kalle. Kalle? Das ist unser Schiff, ist doch unser Schiff, in Warnung. Oh, werden wir angegriffen. Ja, das ist die Party, von der ich gesprochen habe. Das ist. Mehr haben wir nicht mehr. Ja, geil! Sehr schön. Aber wir trinken noch im Pub, dachte ich. Home Party war besser. Okay. Habt ihr alle was zu trinken? Jo. Dann alle an Bord kommen und saufen. Aber das Schiff sieht immer noch aus wie Scheiße. Kann mal einer für ein cooles Design sorgen? Oh, die Kanonen sehen cool aus. Der hat nichts gesagt. Ich hab kein Geld für ein neues Design. Ja, wir haben doch auch. Jetzt kann er gepimpt. Ja, oh, guck mal, das ist aber Fabi sein Galactic-Dings. Aber das kann er bestimmt auch, oder? Ne. Achso, ja, da ist Fabi gepinnt. Wir sind ja die Galactic-Piraten. Aber ich kann ungefähr ein bisschen anpassen. Guck dir mal die Kanonen an, Kalle, das sind Galactic-Kanonen. Da ist ein Universum drin. Eine so eine Kanone schießt mit der Kraft von 1000 Sonnen. Ne, das passt nicht farblich. Aber das Galactic-Leckrad ist nicht da.
Fabi, das Lenkrad ist noch nicht galaktik. Ich hab da nichts. Fabi angelt gerade. Fabi hat sich gemütet. Die Party! Für die Party! Fabi hat sich gemütet, ja. Und dann würde ich sagen, Anker lichten. Volle Bude voraus. Wir warten auf Fabi, der ist noch am Angeln. Nicht machen. Ich mach doch gar nichts. Piratenkodex. Okay. Sag ich doch. Piratenkodex. Wer stört? Kalle der Fette. Hä? Ich doch nicht. Guck, wie dick der Charakter ist. Wartet noch mit den Sägesätzen. Fabi, beeil dich! Sägeraffen! Ich raff nichts. Fabi! Nein, Fabi! Oh, was machst du? Fabi, nein! Aufgelaufen auf Grund. Komm, Fabi. Kalle ist jetzt Skorpion, Alter. Und Mortal Kombat. Hat er das geschafft jetzt noch nicht? Nee, immer noch nicht. Das ist halt doof aus hier, das ist echt gut. Ich mach doch mal den Anker wieder runter. Was rum denn? Was ist denn? Fabi will. Ich weiß auch nicht. Oh. Darf ich so losfahren? Oder was? Nee, jetzt lass doch mal. Lass doch mal los. Ich verstehe nichts. Was soll denn passieren? Ja, weiß ich nicht. Er schwimmt jetzt hinter uns her. Jetzt lass ich doch mal rankommen. Jetzt ist er wieder weg. Na gut, okay. Er redet ja nicht. Ich weiß ja nicht, was er will. Kann mir nicht in die Kanone reinmachen. Fuck. Wir können mir nicht in die Kanone laden. Naja. Du kannst dich nicht in die Kanone laden? Ich schwimme einfach. Ich schwimme auf die nächste Insel. Das ist mir nicht mein Schwert. Hideout wäre Reaper Hideout. Ich schwimme hier hin, Junge. Südöstlich. Guck mal, ich schwimme schneller als die Fahrt. Gar nicht wahr. Ist ja einfach zu dämlich zum Segeln. Wo ist der Reaper Hideout? Südöstlich. Hinter Lone Cove, dann gibt es zwischen zwei Seeposten Northstar und. Oh, also ich weiß nicht, wie die andere Insel nicht heißt. Auch so eine kleine Kackinsel, so eine. Die Kackinsel! Aber der Code der gesamten Karibik gesammelt. Ja. Ist doch viel Geld wert. Felsen voraus! Guten Tag, Skorpion. Finde ich mit Hut weniger attraktiv. Ey. Okay, ich zieh wieder aus. Ich will für meine Crew doch Bumsebill bleiben. Ja, wollte ich schon meinen, Alter. Für was arbeiten die denn sonst hier? Ich weiß nicht, ob ich meinen Hut hab jetzt. Darf ich Ihren Hut haben, Sir? Jetzt zwischen Training Post und Twin Groves. Twin Grove. Twin Grove. Twin Grove. Der wird sowas auch
Tschüss, Fabi. Ich werde in dieser gemüteten, hat er schon gesagt. Ja. Ich liebe euch. Tschüss. Fickt euch, ihr Bastarde. Ich hab keinen Bock mit euch mehr. Ich liebe euch. Ja, das, was Kalle gesagt hat. Ich liebe euch, hat er gesagt. Sagt er immer. Das meint er jedenfalls immer. Ich. Fabi und ich sind Bruder im Geiste. Naja, dann doch lieber, dass der Schlocki gesagt hat. Lol, ich bin da bei Fabi. Nein, du bist im Wasser. Ich bin auf meiner Insel. Meiner Privatinsel. Ich bin aber bei so einem Fischmensch hier. Ich bin in meiner Privatinsel. Der Captain ist stolz auf seine Crew. Wie sie Probleme meistert. Bom 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 bom. Oh yeah. Balu. Balu. Oh yeah. Einfach verbannt auf einer anderen Insel, ja. Das ist so. Heute sei nicht dick und hin. Balu und seine Crew. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh 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 oh. Sie fliegen, um zu fliegen, wenn sie siegen oder kriegen. Keine Ahnung, was sie sagen, aber ist mir scheißegal. Oh, hallo! Wieso gibt's manchmal so unterschiedliche farbige Leuchten eigentlich? Was? Warum holt ihr schon die Segel ein? Wir sind noch voll weit weg. Guck mal, es gibt pinke, grüne, blaue. Kommt auch noch, wie du getötet wirst. Und wenn du von Spielern getötet wirst, ist ja plötzlich das Wetter so. Bekommst du so ein pinkes Licht. Wenn du von Haie getötet, wirst, kriegst du blaues Licht. Wenn du vom Blitz getroffen wirst, kriegst du ein, ich glaube, hellblaues Licht. Dann gibt es noch ein grünes mit Achtung. Gift. Ja, das. Schnell springen! Sterben wir nicht. Oh, ich hab gesagt. Ich hab gesagt, springen. Du machst das Schiff ganz, ja? Ich und Kenny, wir. Endlich hinkommen. Ja. Komm, wir kundieren sie. Jetzt müsst ihr aber die scheiß Segel, den Segel verkaufen, oder? Deswegen sind wir hierher gekommen. Hat doch Kenny bei, oder nicht? Hier gibt's nichts. Hier ist ein Lagerfeuer. Dahinter ist die Insel, richtig. Oh, hier sind wahrscheinlich ein Reapers Hideout. So was nennt sich. Leute, hier ist ein Buch. Ihr wisst, Bücher haben immer was Gutes zu bedeuten. Bücher sind immer was Gutes. Heißt, ein Typ konnte schreiben. Hier gibt's anscheinend eine Truhe auf der Insel. Die ist da? Soll ich wissen, wo die Truhe ist? Nee. Ich weiß, wo sie ist. Ja? Ja, die ist hier. Da drüben ist richtig die Insel. Siehst du, der Schatz sind die Regenwürmer. Hier liegt Friedrich rum. Oh. Wo ist dieser Friedrich? Ich hab Regenwürmer gefunden. Ich nenne sie Klaus. Gibt's hier Friedrich? Kann nur Friedrich. Er hat's wirklich gegessen. Oh, ekelhaft. Wie süß Friedrich ist. Er übergibt sich. Wer gehört denn Friedrich? Friedrich ist weg wieder. Ist bei mir. Kalle ist Friedrich geklaut. Guck mal, hier ist ein Boot, Stocki. So, Kalle, ich würde sagen, das Schiff gehört jetzt uns. Ich verkaufe jetzt die Flagge. Haben wir nicht so ein Boot? Hier, guck mal, hier ist ein Boot. Haben wir nicht so eins? Ich weiß nicht. 4000 haben wir gekriegt. Da glänzt was am wo wir hingekommen sind. Guck mal. Das ist geil. Siehst du das? Sich körperlich betätigt. Schwitzt du? Warte, ich hol mal das Glänzen da. Oh. Schwitzt du? Ich schwitze. Am meisten im Schritt. Und mein Damm schwitzt immer richtig. Nice. Schwitze Damm. Guck mal, ich hab Kopfkettigerschläge gefunden. Kann man alles bei Schnitter verkaufen. Alles, was du findest, kannst du Schnitter verkaufen eigentlich. Oder bei eBay. Kleinanzeigen. Nämlich der nimmt alles. Der nimmt nämlich alles an. Oh. Skelett ohne Rippen jetzt für 6,99. Ich glaube, ihr müsst nach links da. Genau. Noch mehr links. Ach, links? Nein, genau. So, geht, mach das nochmal. Guck mal, das ist nochmal so ein Boot. Der hat auch sein Boot vergessen. Schnittenknochen ansehen erhöhen. Die Schnitter knacken. Guck mal, er hat eine Kiste liegen lassen. Oh, Sachen in der Truhe drin. Fabi, haben wir auf dem Schiff noch das Beiboot?
Ne, hab ich weggenommen extra, um euch zu ärgern. Okay. Hier ist ein Beiboot mit einem Harpune. Wir haben jetzt ein neues. Hier sind ganz viele Beiboote irgendwie. Beiboot mit Harpune, das ist ja cool. Voll praktisch zum Aufsammeln von Chats, nachdem wir Leute gefickt haben. Wo kann ich Jill jetzt hier verkaufen? Hier ist gar keiner. Ja, auch ganz hinten. Also wenn du mit Gebäude drin bist, ganz hinten. Der ist da oben. Ist aber mysteriös, der Typ. Das hat der Anhänger der Flamme. Schaltet lausige Schnitterkanonen zum Kauf frei. Schnitterkanonen. Wie sieht der denn aus? Wo geht der so komisch? Der Schnitterknochen. Was müssen wir bei denen machen, Kalle? Na, bei denen ist es genau wie die. Also da ist es eher. Du kriegst mehr Punkte, wenn du halt von Spielern echt. Also ihr Schätze klaust. Geil, das will ich. Dann musst du aber für die auch, sag mal, ihre Flagge spielen. Also ja, geil, dann machen wir das. Unter ihre Flagge spielen. Na, oder wo kriegen wir die Flagge von denen her? Ist drinnen. Müssen wir abstimmen. Haben wir die, oder? Die Schnitterknochen. Das ist ein komischer Name. Der Captain möchte gerne andere Menschen plündern. Wo andet? Irgendwo waren das hier. Knall ich mal diesen Vogel mal her. Kann ich hier diese Botschafterlizenz einfach? Ja, das musst du haben. Die Botschaft musst du spüren. Aber da müssen wir das Schiff näher ran haben hier. Ja? Ja. Aber ich kauf die schon mal, ne? Gibt ihm sein scheiß Geld, aber die will ihn kaputt schlagen. So, er hat mein Geld bekommen. Dafür bekomme ich jetzt Abend. Fuck! Was ist denn nun passiert? Friedrich! Wenn die Typen umbringen. Ach, willkommen hier, Friedrich. Alles gut. Friedrich! Fabi? Ja? Kannst du das Boot ein bisschen näher ranholen? Alleine! Drei Master. Ich hoffe, ihr weißt jetzt, wie man sich fühlt, wenn man alleine gelassen wird. Ah, der ist weg. Fabi ist weg. Kommt doch wieder gerade. Wir haben nur so ein kleines Boot. Ja, aber wir müssen nur so. Können wir entgegenfahren? Wo ist denn das Ding mit den, der Harpune? Mit dem Steg? Andere Seite der Insel. Oder andere Seite der Insel. Okay, ich hol das mal. Wer schießt denn da? Ich schieß auf dich. Hab ich getroffen? Falle, Fabi kommt von der anderen Seite. Ja, ich suche trotzdem ein bisschen was. Hinten ist auch so ein Meerjungmann, der kann uns zum Boot. Hast du einen Schatz gefunden? Ein Schatz? Die Insel ist so ein Schatz vergraben, wo Kalle ist. So. Nee, das ist ja eigentlich ein Schatz. Ich hätte das Boot gar nicht. Ach hier, gefunden. Gefunden. So, let's go. Oh, Stocki, sammle mich ein. Tu ich. Jetzt ficken wir diesen weißen Wal. Welchen weißen Wal? Der dicke. Mobby dick? Dicke Mobby. Hast du etwa einen Megalon unlocked? Ja. Alter. Wirklich? Ja. Geil. Wir haben eine Harpune, keine Angst. Ja, haben wir eine Harpune. Mobby findet sich im Kampf. Ich bin gleich bei dir, Fabi. Ich hab ihn aufgespießt. Siehst du ihn schon? Ich bin tot, ja. Im Boot. Ist der vor uns? Da. Schau jetzt doch einfach ins Wasser und schneide ihn die Kehle durch. Was ist denn da hin mit dem Megalodon? Abwehrhorn. Ja.